Sie haben jetzt schon bemerkt, es sind nicht ganz 7 Projekte, sondern das war jetzt ein zweigeteiltes und es gibt noch ein weiteres Projekt, nämlich das von Florentina. Sie ist unsere jüngste Teilnehmerin und sie hat, sie ist ein kleines Energiebündel und ist sehr begabt und auch künstlerisch begabt und hat diese Uhr designt, unter anderem, oder redesigned und auch ein paar Geschenke für sie mitgebracht, die sie jetzt dann gemeinsam mit Jan, der bei den Projekten geholfen hat, austeilen wird an sie. Und ich werde ihr aber bei der Präsentation ein bisschen helfen und sie unterstützen, denn was sie gleich kriegen, sind mit Lasercutter produzierte Alpakas, aber nicht nur diese lasergecutteten Alpakas sind das Geschenk, sondern auch auf dieser Uhr sieht man diesen Alpaka. Also Sonderapplaus für Florentina, bitte. Also 7 plus 2 Projekte sozusagen dieses Jahr bei Jugendhackt in Österreich. 3 Tage coden, hacken, programmieren, Teambuilding betreiben und sich austauschen, Spaß haben. Das macht Jugendhackt Österreich aus und an dieser Stelle möchten wir nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, Unterstützerinnen aussprechen und vor allem an die Mentoren und Mentorinnen und bitte einen Sonderapplaus für alle, weil ohne die Mentorinnen wäre das Projekt Jugendhackt Österreich nicht möglich. Bitte. Und damit das auch noch ein bisschen visualisiert wird, würde ich bitten, alle, die da beteiligt waren an Jugendhackt, noch kurz auf die Bühne zu bitten und alle restlichen und natürlich auch die Mentorinnen, die dann hier stehen und alle Unterstützerinnen nochmal einen zusätzlichen Applaus und danke, dass Sie da waren. Schönen Restsonntag noch und danke auch in den Livestream. Wir verabschieden uns hier aus der Tabakfabrik Linz. Dankeschön. Und alle rauf jetzt auf die Bühne bitte und nochmal Jugendhackt Österreich.